ich bin Sascha, ihr schaut wieder MiniPC Pro TV und heute gibt es endlich wieder ein frisches Netbook. Und soweit ich weiß, ist es noch nicht im Video aufgetaucht, beziehungsweise noch nicht bewusst. Ich meine, ich hätte es schon mal in der Form auf der Computex in Taipei gesehen. Und zwar ist es das Fucato Datacask Jupiter 1014A. Es ist ein deutscher Hersteller, ja, zumindest ist es eine deutsche Firma, die es vertreibt und die es auch unter ihrem Namen vertreibt. Und es wird natürlich irgendwo in Taiwan geplant worden sein und wahrscheinlich in China produziert werden. Es handelt sich um Intel Atom Netbook mit dem N270 1,6 GHz und hat eine 80 GB Festplatte, 10.2 Inch Display und bietet definitiv ein paar Features, die ganz interessant sind und in meinen Augen auch etwas fürs Auge bieten. Also schauen wir uns das ganze Ding mal ganz kurz an. Ich habe übrigens die Windows XP Variante bekommen. Es gibt hiervon auch noch eine Linux Version und insofern sehr interessant, da es sich um ein angepasstes Knoppix Linux handelt, was Fucato mit dem Datacast Jupiter ausliefert. Also da würde ich mich auch freuen, wenn ich as soon as possible da ein Testexemplar bekommen würde. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier mal erstmal unsere XP-Version. Wir schauen uns hier mal ganz kurz an. Ihr seht schon, glossy, Deckel, spiegelt sich alles natürlich ein bisschen. Warte mal, ja, guck mal, da bin ich. Oh, und es gibt lustige... Es gibt lustige Fingerabdrücke. Ich hoffe mal, dass in der Retail-Verpackung auch ein entsprechendes Staubtüchlein oder Wischtüchlein mit beigepackt ist, weil es fällt einfach auf und das macht Asus inzwischen auch und finde es ganz in Ordnung, dass sie einfach ein Tüchlein dabei legen. Man braucht es. Okay, ich wollte noch gar nicht aufklappen. Schauen wir mal eben kurz drumherum. Ethernet-Anschluss, USB, Mikrofon in und Audio-Out. Ein Express-Card-Slot. Sehr schön. SD-Card-Reader. Wir haben hier USB-Eingänge, nochmal zwei und ein VGA-Out. Und Kensington Keylock natürlich. Und den Anschluss für euer Netzteil. Sieht doch recht schön und dünn aus. Also da kann man wirklich gar nichts sagen. Erster optischer Eindruck ist wirklich sehr positiv. Ich mache dir mal auf. Jetzt habe ich aber ein bisschen ungünstige Lichtverhältnisse hier. Aber ich denke mal, ihr könnt das alles erkennen. Eine sehr gute Tastatur ist mir aufgefallen. Obwohl die Tasten recht klein sind, ich zeige euch das gleich mal im Vergleich zum IPC 1000, ist der Druckpunkt wirklich sehr, sehr gut. Also der Hub und es ist noch ein Pre-Production Sample. Trotzdem, Tastatur gefällt mir sehr gut. Eine vernünftige Tab-Taste. Ich zeige sie euch nochmal hier. Da, vernünftige Größe, vernünftige Return-Taste. Das ist schon ganz schön. Aber, Funktionstaste und Steuerungstaste vertauscht. Das ist eigentlich ein No-Go. Also, macht das nicht, macht das bitte nicht. Wer war das denn nochmal, der das immer gemacht hat? Fällt mir jetzt nicht ein, hinterlasst das mir in den Kommentaren. Getrennte Maus-Buttons. Hier vermisse ich einfach ein bisschen das Feedback im Moment. Der Hub ist sehr, sehr kurz und es fühlt sich ein kleines bisschen, ja, es fühlt sich ein kleines bisschen plastikhaft an. Nichtsdestotrotz ist das, reagieren sie sehr gut, gar keine Frage. Touchpad, gute Oberfläche, groß genug, müsste größer als das vom MSI Wind sein, das schauen wir uns auch gerne noch an. Dieser Bereich fühlt sich ein bisschen plastikhaft an. Dennoch finde ich es optisch sehr, sehr ansprechend. An- und Ausschalter befindet sich hier. So, und ihr habt nochmal hier vorne, ich meine, es wären zwei 1,5 Watt Lautsprecher, die da eingebaut sind. Ton ist wirklich sehr gut. Ein recht schmaler Bildschirmrahmen. Okay, vergesst das mal ganz schnell. Also, ein recht schmaler Rahmen um das Display. Ja, was soll ich sagen? Optisch ist es zurzeit natürlich nur für mich persönlich eines der ansprechendsten Netbooks, was ich bisher gesehen habe. Aber wir schauen uns gleich mal ein Größenverhältnis mit den anderen erhältlichen Netbooks ab und dann machen wir noch natürlich einen Boot-Up-Test.
Da sich bei dem Fokato auch um 10.2-Inch Display Netbook handelt, macht es natürlich Sinn, einfach mal einen Größenvergleich zum MSI Wind zu sehen. Eines der bestverkauften 10.2-Inch Display Netbooks auf dem Markt. Und wenn wir jetzt mal einmal kurz drüber gucken, dann sehen wir, dass der Fokato ein bisschen tiefer baut. Ja, ansonsten von der Breite sind sie in etwa gleich und von der Dicke, glaube ich, tun sie sich auch nicht viel. Wie schaut es mit der Tastatur, mit dem Touchpad aus? So, einmal den MSI Wind offen machen. Also, das Touchpad ist einen ganzen Schwung breiter als das des MSI Wind. Die Tastatur ist in etwa gleich groß. Ja, das passt so. Naja, sagen wir mal auf die ganze Breite des Fokato vielleicht einen Zentimeter schmaler oder einen halben Zentimeter schmaler, bevor ich in den Kommentaren wieder erwürgt werde. Das gleiche schauen wir uns jetzt nochmal im Vergleich zum IPC 1000H an. So. Den Fokato wieder zu, den IPC 1000H darüber und ihr seht, der 1000er ist eine Ecke breiter, etwa gleich tief und ich denke mal von der Dicke tun die beiden sich auch nicht viel. Was haben wir noch im Angebot? Eines der kleinsten 8.9-Inch Display Netbooks der Dell Inspiron Mini und da seht ihr natürlich schon einen richtigen Unterschied. Okay, so, dann lass uns mal noch einen kleinen Boot-Up-Test machen. Schalten wir mal den Jupiter an. So, da leuchtet es. Interessante BIOS-Meldung. Und schauen wir mal, wie lange das dauert. Da kommt XP. Ich habe, wie gesagt, an der Installation, die ich so von Fokato bekommen habe, überhaupt nichts geändert. Das ist Windows XP Home, was hier drauf ist. Und jetzt sind wir irgendwie so bei 25 Sekunden, denke ich mal. Das sieht ja sehr zügig aus. Ich muss dazu sagen, ich höre die Festplatte hin und wieder richtig schön knuspern. Ja, definitiv. Das Festplattengeräusch ist definitiv wahrnehmbar. Also da auch noch Raum für Verbesserung für eine leisere Festplatte. Ich habe jetzt nicht auf die Sekunden geschaut, aber ich denke mal, wir liegen irgendwie was bei 50 und knapp unter einer Minute. Nun, Windows XP Home, sehr aufgeräumter Desktop. Ich werde in dem nächsten Video umfangreich auf die vorinstallierte Software eingehen, auf die Performance des Systems und natürlich auch auf die Batterielaufzeit. Und dann findet ihr alle weiteren Infos zum Fokato DataCast Jupiter 1014A auf ipcnews.de.